Huawei, heute am 21.03.2021, Sonntag, 43. Starke Menschen ruhen in sich selbst. Fordere die Stille, denn nur aus der Klarheit entsteht Einsicht. Erlaube dir, einfach einmal nichts zu tun und erschaffe dir täglich deine Insel der Ruhe. 43. Die Kraft der Stille bringt dich in den Augenblick, die Gegenwart zurück, dorthin, wo das Leben wirklich stattfindet. Nur wenn Ruhe in deinem Körper und Frieden in deinem Geist herrschen, sind Erkenntnis und ein Handeln im Einklang mit deiner wahren Natur möglich. Die Hygiene deines Geistes ist für ein gesundes Leben unumgänglich. Nur in der Zurückgezogenheit kannst du deine Handlungen beobachten, reflektieren und korrigieren, um das Wesentliche in deinem Leben zu erfahren, musst du deinen Körper und deinen Geist zur Ruhe kommen lassen. Jetzt hast du die Chance, dein Leben zu verändern. Gestatte es dir, täglich eine Pause einzulegen. Mache mit dir einen Termin aus und halte dieses Date auch ein. Dankeschön. Eine schöne Karte, eine kraftvolle Karte. Die 43 ist die 4 plus 3 ist 7. Es ist die Wahrheit. Stille ist wichtig. In dieser Stille mit sich selbst beschäftigt zu sein, ist sehr wichtig, um zu wissen, um zu überprüfen, ob das, was man tut, so wie man handelt, ob das die Wahrheit ist, ob das die Wahrheit Gottes ist, ob das die wahre innere Führung ist, die man gerade folgt, oder ob das ein Irrweg ist. Nur dann, wenn das regelmäßig stattfindet, wir regelmäßig unser Verhalten reflektieren, durch uns selbst, im Kontakt zu Gott, dann wissen wir, ob wir richtig gehandelt haben und falls nicht, wie wir in Zukunft handeln dürfen. Das entsteht daraus. Das entsteht durch Meditation. Das entsteht durch Beten. Das entsteht durch ein tägliches, ruhiges Reflektieren. Und dann kann dadurch was Tolles entstehen. Es wird ein Paradies entstehen. Es wird ein Ort entstehen, der in unserem Körper, in unserem Geist anfängt und nach außen hin ausbreitet. Es ist das wahrhaftige Paradies. Dankeschön. Al-Wawai, ich bin wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, dort wo ich schon immer war und auch immer sein werde. Heute ist der 21. März 2021, 21.03.21. Wir sind seit heute, oder besser gesagt schon seit 2 Tagen, in der Mondenergie Stier unterwegs. Der zunehmende Mond ist mittlerweile bei 51%.
In der Sonne ist immer noch die Venus unterwegs. Venus und Sonne sind sozusagen in den Fischen. Also ist auch die Fischenergie zu spüren. Stierenergie, Fischenergie. Durch die Venus, die in der Sonne ist, ist auch noch die Waage und der Stier. Die Waage hat das Krafttier Rabe. Der Mars, welcher mein Herrscherplanet ist, ist auch im Stier. Der Mars ist auch der Herrscherplanet des Widders. Der Pluto, mein zweiter Herrscherplanet, ist im Schützen. Das Krafttier des Schützen ist die Eule. Also haben wir heute folgende Tiere, folgende Krafttiere, die uns mit ihren Persönlichkeiten unterstützen. Die Fische, der Puma, der Stier, der Rabe, der Biber, der Widder, der Skorpion und die Eule. Ich werde jetzt erstmal wieder aus diesem Buch vorlesen. Zeig mir den Weg. Zeig mir den Weg. Gebete für jeden Tag. Der Physiker Albert Einstein meinte, wir sollten unser Leben nicht nach Jahren, sondern nach Minuten zählen. Täglich 24 Stunden sind 1440 Minuten. Täglich ein paar Minuten zum Stillwerden, zur Besinnung, zum Sprechen mit Gott. Das kann nicht zu viel sein. Herr, auf dich vertraue ich. In deine Hände lege ich mein Leben, lass leuchten über mir dein Antlitz. Hilf mir in deiner Güte. In deine Hände lege ich mein Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. In deine Hände lege ich mein Leben. Bitte um den Segen für dich selbst und für alle, mit denen du lebst. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr. Amen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist alles schön. Ja, wenn man zu Gott spricht, wenn man ihn um irgendwas bittet, wenn man sich bei ihm bedankt. Das Einzige, was mich stört, ist halt immer, wenn ich sage bei ihm oder o Herr oder was auch immer. Wo sind die Damen geblieben? Halt, ne? Denn Gott ist kein Mann. Ne? Gott ist kein Herr. Und das ist halt alles überholt. Ja, deshalb wäre ich sehr dankbar, wenn die Kirche, wenn sämtliche Kirchen endlich dieses Maskuline abgeben und sagen, es gibt kein Herr, es gibt ein Alles und Alle, das verstehe ich. Aber Herr oder Sohn, was ist mit der Tochter? Ehre sei dem Vater und dem Sohn, Ehre sei der Mutter und der Tochter. Ist genau das Gleiche. Ja? Deshalb komme ich mit diesen christlichen Sachen überhaupt nicht zurecht, weil immer nur der Mann und immer nur Herr und was auch immer, das stört mich sehr. Und deshalb bin ich auch kein Christ. Muss ich ja gleich mal sagen. Ich glaube, ich habe einen Glauben, ich glaube an Gott, ich glaube an die Unendlichkeit, ich glaube auch an alles, was Gott erschaffen hat. Und ich ehre alles, was Gott erschaffen hat, inklusive mir. Ich liebe Gott, ich liebe mich, ich liebe alles, was überhaupt lebt. Ja? Weshalb
auch ich die Christen liebe und sämtliche anderen Religionen liebe halt, ne? Ich liebe selbst die Dunkelheit, ich liebe selbst Satan, weil ich weiß, dass alle ihren Sinn haben, denn Gott hat nichts erschaffen, was keinen Sinn hat. Ja? Nur weil wir eine Sache nicht verstehen, heißt es nicht, dass es keinen Sinn hat. Das ist ganz wichtig. Diesen Sinn, den müssen wir auch nicht immer verstehen. Wichtig ist, dass wir in Gott vertrauen, denn Gott hat alles so erschaffen, wie es für das Paradies, für sein Paradies notwendig ist. Und wenn wir das annehmen und das einfach so sein lassen, wie es ist, und uns einfach nur Gottes Willen fügen und uns stetig darin verbessern, dann geht es uns besser. Dann geht es unserem Umfeld besser und das Paradies wächst dadurch stetig. Wenn wir wachsen, wächst das Paradies. Wenn wir die Kraft Gottes annehmen, dann wächst das Paradies. Und das ist Sinn der Sache. Darum geht's. Und wie wir das tun, so können wir Gott fragen. Wir können ihn fragen, Gott, wie kann ich wachsen? Wie kann meine Lebensqualität steigen? Wie kann meine Energie steigen, sodass ich wieder funktioniere? Dass ich im Gottes Sinne funktioniere? Dass ich im paradiesischen Sinne funktioniere? Das heißt, in der Verbesserung des Paradieses. Mein persönliches Paradies. Wie kann ich das schaffen, dass mein persönliches Paradies wächst, sodass auch Gott sein Paradies wächst? Ja, das war's schon. Dankeschön. Aloha, heute am 20. März 2021, März, Tag und Nachtgleiche. Das Buddha-Orakel sagt, der Mutige entscheidet sich immer für einen Weg. Du hast immer eine Wahl, nur wählen musst du selbst. 29. Wer entscheidet, kann wählen. Du hast immer eine Wahl. Entweder du tust etwas oder du lässt es. Befreie dich aus der Opferrolle. Übernimm Verantwortung für dein Leben und triff Entscheidungen. Es ist eine Tatsache, dass auch du früher oder später körperliche oder geistige Schmerzen erfahren wirst. Schmerz ist unvermeidbar, aber Leiden ist deine Zutat. Leid ist vermeidbar. Erkenne deine Selbstwirksamkeit, deine Eigenverantwortlichkeit und die damit verbundenen Einflussmöglichkeiten. Hadere nicht, werde aktiv, sei mutig und triff eine Entscheidung, um deine Gegenwart und deine Zukunft zu verbessern. Ja. Ich liebe diese Karten, denn ich stimme mit allem überein bisher. Denn der Mutige entscheidet sich immer für einen Weg. Das ist das, was man tut. Die Entscheidung, die man dann tut, ist die richtige. Immer die richtige. Egal, ob man innehält oder nicht, es war die richtige Entscheidung, denn du selbst hast sie getroffen. Immer. Selbst wenn man im Nachhinein denkt, da gab es viele Einflussmöglichkeiten und ich wurde von diesem beeinflusst oder von jenem beeinflusst. Im Endeffekt hast du das dadurch gelernt. Du hast gelernt, dass du von diesem und jenem beeinflusst worden bist. Was bedeutet, dass du beim nächsten Mal eventuell nicht mehr
von diesen und jenen beeinflusst werden möchtest, was wiederum bedeutet, dass du dich von diesem oder jenigen, welches dich beeinflusst hat, entfernst oder nicht beachtest oder sogar präsent bist und sagst Nein. Ja? Das sind alles Sachen. Wichtig ist doch, dass du dich entscheidest, dass du den Weg gehst und dann auch für diesen Weg gerade stehst. Ob er nun positiv für dich ausgegangen ist oder negativ. Wichtig ist, steh zu deinem Weg, den du gegangen bist. Und dann entweder ändere was oder bleib dabei. Viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Man hat immer nur eine Wahl. Man kann vielleicht nach dem Ding die andere Sache machen, aber das ist nicht raus. Also, wenn man sich für einen Weg entscheidet, ob es nur der Weg zum Kühlschrank ist oder der Weg in sein eigenes Leben ist, da hat man seine Wahl. Und ist egal, ob es der Kühlschrank oder sein Leben ist. Wichtig ist trotzdem, vorher drüber nachzudenken. Was will ich da? Was mache ich da? Innehalten. Das ist eine Empfehlung von mir. Innehalten, kurz innehalten und dann aktiv sein. Dann agieren. Und dann braucht man nicht so viel wiedergutmachen. Dann braucht man nicht so viel Wege suchen, sondern weiß, dass dieser Weg ist, den man geht oder für den man sich entschieden hat, dass dieser der richtige ist. Und dann macht das Leben Spaß. Das Leben macht Spaß, wenn man bei jedem Schritt, den man geht, weiß, dass es der richtige ist. Es gibt keine Depression, es gibt keine Traurigkeit mehr. Du weißt, du hast dich für diesen Schritt entschieden und du bist diesen Weg gegangen, ob er nun für dich positiv war oder nicht. Und das ist Glück, das ist Spaß, das ist dein Leben, das ist das, was du in der Hand hast, das ist das, was man dann merkt, man kann schöpfen, man kann mitschöpfen an seinem Leben. Wenn man natürlich so unbewusst lebt und einfach den Gegenüber wie eine Fahne im Wind hinterherläuft, oder wenn man das Leben eines anderen lebt und sich dann darüber aufregt, dann ist es wieder nur deine Entscheidung gewesen. Dein Mut hat gefehlt, dein eigenes Leben zu leben. Und deshalb bist du das Leben eines anderen gegangen. Und hast irgendwann mitbekommen, es macht ja gar keinen Spaß. Dann hast du dich von ihm getrennt und bist dein eigenes Leben gegangen und hast mitbekommen, Mann, das macht Spaß. Und darum geht es im Leben. Es geht eigentlich nur um ein Selbst. Natürlich dürfen wir anderen helfen oder dürfen für andere da sein und dürfen Freunde haben, dürfen Familie haben, dürfen Menschen in uns haben, die uns gut tun. Aber in Wirklichkeit, in der Wahrheit, in der wahrhaftigen Wahrheit geht es nur um uns selbst. Es geht nur um dein Leben und um mein Leben. Und wenn dein Leben zurzeit gerade nicht gut ist, dann liegt es auch nur ausschließlich an dir. Niemand anderes ist dafür zuständig, außer du, um dein Leben wieder glücklich zu machen. Dankeschön. Aloha Way, wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, dort wo ich war und immer sein werde. Heute ist der 20. März 2021, Samstag. Die März, Tag und Nachtgleiche ist heute. Die Sonne und die Venus zusammen sind in den Fischen. Der Mond ist im Stier. Der Mars ist auch im Stier. Der Pluto ist im Schützen. Heute sind die Krafttiere Fische, Puma, Stier, Rabe, Biber, Widder, Skorpion und die Eule tätig.
Ich mache weiter mit dem Buch Zeig mir den Weg, Gebete für jeden Tag. Blick auf den Tag. Herr, du kannst mich, mein Leben. Herr, du kennst mich. Mein Leben liegt offen vor dir. Deine Treue und Sorge begleiten mich. Du bist bei mir alle Tage. Dein Antlitz ist mir zugewandt. Mein Herz wird hell in deinem Licht. Gehe nun den Tag noch einmal durch, von morgen bis zum Abend. Prüfe, was vor Gott recht und was Unrecht war. Danke Gott für das Gute, das du empfangen oder getan hast, und bitte um Verzeihung deiner Sünden. Dank und Reue. Vater im Himmel, von dir habe ich mein Leben. Du hast mir auch den heutigen Tag gegeben. Ich danke dir vom Herzen. Jesus Christus, Freund der Menschen, du hast mir in der Taufe das neue Leben geschenkt und bist mir nah in der Eucharistie. Ich danke dir vom Herzen. Heiliger Geist, Geist der Liebe, du machst mich fähig zu lieben und Gutes zu tun. Ich danke dir vom Herzen. Dreieiniger Gott, ich habe deine Liebe nicht entsprochen. Erbarme dich meiner und vergib mir meine Schuld. Nimm mich an und wandle mich um. Befreie mich von aller Ichsucht und mache mein Herz weit. Dir will ich gehören und dienen. Bitten. Segne, Herr, die Menschen, zu denen ich heute nicht gut war. Gib ihnen die Kraft zu verzeihen. Segne, Herr, alle, die mir heute Gutes getan haben. Vergilt ihnen ihre Liebe. Segne, Herr, unsere Familie, die Verwandten, Freunde und Nachbarn. Lass Frieden herrschen unter uns. Segne, Herr, unser Pfarrgemeinde. Stärke in uns allen den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Segne, Herr, unser Seelsorger, die Bischöfe und den Papst. Gib, dass sie uns hinführen zu dir. Segne, Herr, die Kranken, die Notleidenden, die Verachteten und Verfolgten. Lass sie deine Nähe erfahren. Segne, Herr, alle, die heute gestorben sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Lass mich in deinen Frieden ruhen und morgen den neuen Tag mit deinem Lob beginnen. Amen. Vielleicht willst du einen Teil des Rosenkranzes mit dem Abendgebet verbinden. Am Sonntag eignen sich besonders die Gesetze. Jesus, der von den Toren auferstanden ist, oder Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Stattdessen kannst du auch ein Mariengebet anfügen. Dankeschön. Also, wie gesagt, dieses Buch hier ist sehr christlich. Derjenige, der kein Christ ist,
und auch kein Christ sein möchte, hat trotzdem die Möglichkeit, zum Herrn oder zur Dame oder zum Gott zu beten. Und er kann sämtliche Figuren bilden, die mit Gott zu tun haben. Gott hat viele Abgesandte, Gott hat viele Helfer und Herrscher in menschlicher Form, in tierischer Form, in pflanzlicher Form. In sämtlichen Formen hat Gott Leben erschaffen, um Leben zu heilen. Ja? Das heißt, wir können uns alle unser aussuchen, wozu wir am meisten Nähe spüren, wozu wir am meisten eine Verbundenheit spüren. Und das ist dann unser Jesus oder unser Herr oder was auch immer. Dieses Buch hier ist gut für die Christen. Sehr schön. Ich selber bin kein Christ. Deshalb resoniere ich auch nicht mit dem Mariengebet oder mit Jesus oder mit Gott, den Herrn oder was auch immer. Es gibt ganz viele andere Methoden und ganz viele andere Wörter. Wichtig ist, das zu spüren, dass es eine Macht und eine Kraft gibt, die uns mit Leben versorgt. Es gibt eine Macht und eine Kraft, die uns mit Heilung versorgt. Es gibt einfach eine Kraft, die uns mit Liebe versorgt. Und das darf man ehren. Das darf man regelmäßig ehren und darüber glücklich sein. Und wir können Danke dazu sagen. Danke zu allem, was uns geschieht. Dankeschön. Aloha Way, heute am 19.03.2021, es ist Freitag. Es ist eine Tatsache, dass man es nie allen recht machen kann. Vermeide Vergleiche, denn sie erzeugen nur Leid. 10. Dem Wunsch, es allen recht zu machen, liegt eine falsche Sichtweise zugrunde. Es ist wichtig, dass du den Anspruch ablegst, von allen geliebt zu werden. Es ist immer allen recht machen zu wollen, ist ein unmögliches Unterfangen. Es immer allen recht machen zu wollen, ist ein unmögliches Unterfangen und vor allem eine unsinnige geistige Haltung. Vertraue auf deine Fähigkeiten und auf dein Urteilsvermögen. Unterlasse Bewertungen und setze dich nicht in Konkurrenz zu deinen Mitmenschen. Rechtfertige dich nicht und verzichte ganz bewusst darauf, Situationen, Personen und Erlebnisse zu vergleichen oder über sie zu urteilen. Diese Haltung bringt weder dir noch anderen etwas. Im Gegenteil, du schürst nur Missgunst und nährst Kummer und Sorgen. Setze deine Energie für heilsame und positive Gedanken, Gefühle und Handlungen ein. Dankeschön. Ja. So ist es. Ich habe immer wieder in meinem Gebet um den Kontakt, um die Kommunikation, um den Wille derer mich bedankt, die mit mir zusammen das Paradies heilen, erbauen,
schöpfen in Gottes Sinne. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Wesen, jedes Leben von Gott erschaffen worden ist, was gleichzeitig bedeutet, dass wir alle im Sinne Gottes arbeiten, dass wir alle durch unsere Persönlichkeiten für Gott das Paradies sind. Gott ist völlig wertlos, also er wertet nicht. Gott möchte so viele Farben, wie es auch nur geht, in sein Paradies haben. Was bedeutet, Schwarz und Weiß gehören dazu, zu gleichen Anteilen. Es ist nur eine Wertung von uns, zu behaupten, dass Schwarz das Böse ist, dass Schwarz der Untergang ist, dass Schwarz uns nicht gut tut. Das sind nur Bewertungen. Das ist nicht die Realität. Denn was wäre die Erde ohne die Hülle der Erde? Was wäre unser Körper ohne die Hülle des Körpers? Was wäre unser Augapfel ohne das Membran? Was wäre das alles? Nichts. Wir könnten es nicht nutzen. Wir könnten nichts sehen, nichts hören, nichts schmecken, nichts fühlen, nichts riechen, wenn wir nicht auch diese Konträren hätten, diese Sachen, diese Dinge, diese Organe, die dafür sorgen, dass alles fest bleibt, dass wir es festhalten können, auch wenn es in unseren Augen vielleicht nur 100 Jahre funktioniert. Gibt es Wesen, die viel, viel kürzer Sachen festhalten, ob es Schmetterlinge oder Eintagsfliegen sind? Dennoch sind sie da und sie nutzen den Tag in ihrer vollsten Pracht. Genau wie wir das auch tun könnten, wenn wir nicht ständig darüber nachdenken würden, hat es einen Sinn, hat es keinen Sinn? Natürlich hat es einen Sinn, alles hat einen Sinn, jeder hat seinen Sinn, selbst der schwärzeste aller schwarzen Menschen hat einen Sinn, selbst der hellste aller hellsten Menschen hat einen Sinn. Es gibt nichts, was keinen Sinn hat. Es hat nur keinen Sinn, darüber nachzudenken, ob es einen Sinn hat. Lass es fließen, lass es sein, lass es fliegen, lass es irgendwo hinkriechen, ist doch egal. Konzentrier dich auf dich, geh in dich hinein, spür, wer du bist, spür, wer du sein willst und sei dieses Wesen. Natürlich ist es schwierig, zwischen Dunkelheit zu leuchten. Aber wenn man dann die Sterne sieht, ist es so schwierig? Ist es so schwierig, den Stern in der Dunkelheit zu sehen? Ist es schwierig, die Dunkelheit zwischen den Sternen zu sehen? Nein, denn sie sind da, jeden Tag. Und jeder darf so sein, wie er möchte. Jeder darf der sein, der er gerne sein will. Dafür kann man trainieren. Dafür kann man meditieren, dafür kann man einfach selbst sein. Man muss diese ganzen Techniken nicht machen. Man kann auch einfach sagen, scheiß drauf, ich bin so, wie ich bin und ich mache das so. Dann ist das richtig. Man muss nicht irgendein spiritueller Guru sein. Man muss auch kein Satanist sein. Niemand muss man sein. Man muss nur eines sein. Und das mit seinen Wörtern und seiner Tat übereinstimmen. Das ist das Einzige, was man sein muss. Klar sein, bewusst sein, was man tut und wer man ist. Dankeschön.